Das. Aber jetzt lassen wir die auch eben an, bis wir daheim sind. Genau. Damit wir was zu erzählen haben, wenn wir zu Hause ankommen. So, liebes Tagebuch. Heute habe ich voll die Zombie-Apokalypse überlebt. Voll gut. Das war spannend. Danach ging ich schlafen. So, hier ist jetzt Swampland. Jo. Wir müssen in die Richtung hier ungefähr. Ich krieg die X-Koordinaten halt nie so richtig eingedingst, dass ich halt auf derselben Höhe bleiben würde. Ja. Hauptsache Z wird erstmal gewaltig weniger. Ja, also Z läuft. In die Richtung hier ist Z richtig gut. Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Dann holen wir den Barlas jetzt mal eben ein. Moment. Ich bin ein guter Schwimmer. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, das Schwimmen ist hier drin echt auch so eine Qual, oder? Ich schwimme durch das Wasser. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Komm her, Getränk. So. Ich möchte nicht von dir getrunken werden. Du hast Mundgeruch. Ach, du auch. Du auch. Boah, du auch, du Flasche. Das war gemein. Jetzt hast du meine Flaschengefühle verletzt. Oh, armes Tuff-Tuff-Flaschen. So, andocken hier an Land und weiter geht's. Juhu! Juhu, und weiter schwimmen. Wir schaffen das, Jubi, wir schaffen das. Hat sich gerade irgendwie ein Enderman teleportiert. Ja, es kommt ab und zu vor, dass sie nicht mal durch die Gegend teleportieren. Dann geht's als nächstes in den Dschungel. Ah. Welcome to the Jungle. Ja. Das ist auch ein Film, den habe ich auch mal gesehen. Der war eigentlich auch nicht schlecht. Ich denke da eher an das Lied. Ja, da gibt's aber auch einen Film. Das ist ja hier mit dem, wie heißt er? Das ist ja der Schauspieler vom Stifler, glaube ich. Echt? Ja. Keine Ahnung. Und ich glaube, Dwayne The Rock Johnson, wenn mich nicht alles stört, spielt auch, alles stört. Wenn mich nicht alles stört, ja, ich bin genauso wie Jubi. Wenn mich nicht alles täuscht, meine ich natürlich. Weil stören tut mich eh alles. Tut Nein, ich denke da oldschool-mäßig an das alte, schöne Guns N' Roses Lied. Ja, das kann man natürlich auch sagen, aber wie gesagt, ich habe auch irgendwie so ein bisschen einen Film im Kopf mit. Also ein Schweine. Joa. Schweinerei hier. Lassen die hier einfach die Schweine frei rumlaufen. Das geht so nicht hier. Tun sie mal ihre Schweine wegpacken. Können. Hm? Tun sie mal ihre Schweine wegpacken können. Ja, mach mal hin, du Arschkrampe. Mach die Glatzen auf. Ostdeutsch. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was? Ostdeutschland? Hat's ja. Mein Chef dir gesagt? Wollen wir Kakao mitnehmen? Haben wir das noch gar nicht? Nein. Oh, dann mach mal, ja. Dann so. Züchten wir den mal. Wächst, der verteilt sich auch, der wird auch mehr, oder? Ja. Ja, also der wird halt aber nur mehr an Tropenbäumen. Okay, na gut. Haben wir Tropenholz? Ja, Tropenholz hat man ja genug in der Gegend. Ja, das sollte schon gehen. So. Oh, da vorne hört der Dschungel auf. Ja. Dschungel ist nervig, weil man immer mit den ganzen Bäumen und dann fühlt man sich so wie Tarzan, so, oh, ja. Ich dachte an Jane. Vor allem, Ding, das ist doch echt hart, in einem Dschungel zu bauen. Schon mal versucht? Nee, ganz ehrlich noch nicht, aber was du da alles fällen musst und so. Ja, ich habe mir auch da schon mal versucht, irgendwie mal so eine Baumstadt quasi zu bauen. Aber das ist auch ganz schön aufwendig. Auch eine sehr coole Idee, aber ja, das glaube ich. Da musst du halt wirklich dann auch alles planen. Also das muss wirklich alles sitzen. Ja, und du hast halt wenig Möglichkeiten, irgendwas auszuspähen und, naja, das alles von unten oder das alles bloß irgendwo hinzuhängen, von unten nichts dran zu machen, dann sieht auch irgendwie kacke aus, ne? Also das ist echt richtig aufwendig. Das, was ich von hier aus sehe? Ne? Das Gewächshaus. Echt? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir zu tief, also ich zumindest. Jetzt sehe ich das Bauernhaus. Juppie, wir haben es geschafft. Ah, da, tatsächlich. Ja, cool. Wir sind halbwegs lebend zurück nach Hause gekommen. Und das noch so ein Abenteuer. Du hattest das größere Abenteuer unten in der Mine. Ja komm, du hast eine Pyramide dafür gefunden und wir haben jetzt eine Menge Leder mitgebracht. Sehr gut, das Leder ist natürlich gut. Wo wir uns auch gleich mal ein paar Bücher craften können. Hallo Bauernhaus.
Ich liebe dieses Bauernhaus, Alter. Das werde ich auch nie oft genug sagen können, glaube ich. Der mittlere Kuhstall ist voll. Die äußeren sind irgendwie so ein bisschen unterbevölkert. Egal. So, habe ich noch Zeug, habe ich noch Blätter bei mir zu Hause liegen? Was für Blätter? Ja, Papier für Bücher. Achso, also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was. Na, ich schau mal bei mir im Lager nach. So, wo habe ich denn die Monster Drops reingepackt? Haben wir noch was zu erzählen? Ich weiß es nicht. Nö, heute ist ja sowieso eher die Abenteuerrunde und nicht die Erzählrunde. Jo. Erzählen können wir nächstes Mal wieder. Ja, ach, was sollen wir noch immer erzählen? Genau. Das ist euch ja ähnlich, wir schweigen euch jetzt den Rest des Abends an. Ja, den Witz bringen wir fast bei jeder Aufnahme. Echt? Ja. Okay, dann halt jetzt. Dann machen wir es jetzt mal wirklich. Nee, es geht nicht. Nee, irgendwie nicht. Ja. Das ist doof. Ich weiß ganz genau, dass du extra gewartet hast, bis ich wieder anfange. Mhm, genau. Arschloch, damit ich hier als der Böse dastehe. Weißt du, der Baris, der hält nie sein Wort. Wo sind jetzt eigentlich die Melonkerne hingekommen? Weiß ich nicht, wo die hingeräumt hast. Hast du die etwa weggeschmissen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, das wäre böse. Ah, hier bei wertvoll das sogar. Wow. Oh, ich habe sogar Kakaobohnen in meiner Truhe drin unten. Ja. Hätte man gar nicht mitnehmen brauchen. Stimmt, ich habe hier auch noch eine. So, bisschen rohes Fleisch einlagern. Jo. Ist auch voll geil. So ist rohes Fleisch einfach mal so in die Küste holen. Jo, passt schon. Aber nom, nom, nom. Das wird echt super. Oh, Goldbarren. Ja, Gold einlagern. Da müssen wir auch mal schauen, wie hier Goldblöcke aussehen. Ja, weiß ich auch gar nicht. So, ich habe übrigens inzwischen 30 Leder. Okay, ich habe 50. Okay, und damit 37 mit dem, was ich noch habe. Oh, ich habe hier sogar noch ein paar Bücher. Ich habe bloß gar nicht mehr genug Holz, fällt mir so gerade auf. Holz habe ich noch im Keller, also das sollte nicht das Problem sein. Okay, weil da habe ich gerade echt ein bisschen Mangel dran. Bei mir sitzt gerade... Papier hast du gesagt, hast du noch da? Ja, aber ich gehe auch gerade schon aufs Feld. Ah ja, okay. Dann schauen wir mal. Das Gasthaus finde ich auch schön. Ja. Ach Mensch, scheiße, wie low. Ich lob mich schon wieder die ganze Zeit. Also uns, beziehungsweise besser gesagt. Ne? Ja. Ich wurde doch letztens gesagt, dass ich kreativ in Minecraft bin, dabei fühlte ich mich ein bisschen geschmeichelt. Das habe ich ja auch schon gehört. Von wem? Also das von mir jetzt oder was? Nee, von Tessa, damals. Ja. Du bist immer so kreativ, ich weiß nie, was ich bauen soll. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, ich auch nicht, bei mir ist am Anfang immer nur ein Klotz und dann denke ich mir, Moment, mach da mal was draus, das sieht so doof aus, mach da mal ein bisschen Erker rein und überhaupt und sowieso. Ja, vor allen Dingen denkt man sich bei sich selber ja auch meistens sowieso, eigentlich hier, ne? Ja. Da hättest du aber auch mal besser machen können. Jetzt kannst du dich ruhig auch mal ein bisschen anstrengen, du Depp. Ja. Und glaubt mir, Leute, jeder kann Minecraft eigentlich. Also, ob jetzt mega kreativ oder nicht, ich finde, irgendwie kann es jeder. So. Da können wir Papier hin tun. So. Oh, scheiße, das reicht nur für 21 Bücher nochmal. Ich habe noch 16 Leder. Warte mal. So, ich habe jetzt 50 Bücher ja, gemacht. Ich hab das mal auf den Boden geschmissen. Oh ja, cool. Weil du hast, glaube ich, mehr Zuckerrohr eingesammelt als ich. Ich habe jetzt, Du kriegst noch zwei. Moment. Was hast du mir da hingeschmissen gerade? Noch zwei Zuckerrohr. Achso, ja, aber jetzt habe ich kein Leder mehr. Jetzt haben wir aber immerhin schon mal 66 Bücher zusammen. Ich habe auch nochmal 46 Bücher. Okay, dann gebe ich die jetzt alle mal, dann kannst du die mal mit Holz verbinden, würde ich sagen. Dann geben wir mal die Bücher her. So, okay. Vor allem, was ich mich gerade so frage, wer stellt sich heutzutage eigentlich noch Lederrüstung her? Warum? Naja, früher war das ja mal so eines der einfachsten Mittel, irgendwie, um mal schnell an Rüstung zu kommen. Ja gut, es kommt immer darauf an, in was für Gebieten du unterwegs bist, ne?
Ja, schon, aber heutzutage ist eine Eisenrüstung ja eigentlich nichts mehr wert im Vergleich zu so einer Lederrüstung, vom Arbeitsaufwand her zumindest. Ja, gut, okay. Na, also, ich meine, da mal eben in eine Höhle zu steigen mit ein paar Steinspitzhacken und ein bisschen Eisen rauszuholen, ist jetzt nicht so schwer, wie irgendwie zig Leder zusammenzukramen. So, finde ich so. Das da. So, dann stellen wir die Bücher gleich noch. Auch, gleich noch eben einmal ab, oder? Ah, shit. Brauche ich nochmal ein anderes Holz? Nee. Aber ich würde übrigens sagen, mit diesen Büchern, die wir jetzt haben, müssten wir uns eigentlich mal überlegen, dass wir da. Verzauberungszeug, oder? Genau, richtig. Dass wir das da jetzt irgendwie mal so positionieren, dass wir da guten Verzauberungstisch hinbauen können. So. So, 37 Bücherregale haben wir jetzt zusammen. Ja, das ist doch cool. Das ist irgendwie voll wenig, wenn man sich überlegt, was wir jetzt an Leder dabei hatten. Ja, vor allem was für ein Arbeitsaufwand, ne? Und Stunden ja. Und so. Ja, verzaubern soll halt nicht zu einfach sein. Mhm. Das ist einfach der Grund, warum das ja so gemacht wurde. Finde ich echt gut. Spitze ins eigene Knie geschossen irgendwie. Jupp. Gut. So. Was machst du da drin? Ich bin gerade noch ein bisschen am Sortieren. So. Okay. So. Auf nach oben. So. Huch. Du hast keinen Bock auf den Weg. Du kannst die Difficulty nachher auch noch umstellen. Stimmt. Ja, dann mache ich auch gleich noch. Warte, wie war das? Weil sonst haben wir nachher die Arschkarte. So, okay. Ist umgestellt. Jupp, hab ich gesehen. Ihr auch übrigens. Ich hab nicht auf Peaceful umgestellt. Es ist nur so, wir treffen jetzt keine Gegner mehr. Die sind zufällig alle weggezogen. Weil ich glaube, sonst würden die uns gleich Dingens wegsprengen. Alles zersprengen. Die Bibliothek. Ja. Oh, das Dorf müssen wir auch nochmal weitermachen. Wollen wir einen Verzauberungstisch erstmal irgendwie noch mit ausstatten? Das wäre vielleicht sinnvoller, weil der stand ja bei dir zu Hause. Ja, aber wollen wir den nicht hier irgendwo hinbauen? Ich finde, der ist ja hier in der Bibliothek irgendwie am besten aufgehoben. Da müssen wir nur schauen, wo wir den dann am besten hinbauen. Oder mach mal den in den Keller unten rein, warte mal. Ich setz mal hier kurz nur eine Fackel hin. Hast du noch ein paar Fackeln dabei? Ja. Yep. Ich finde das ja cool, wenn man das hier oben irgendwie mit dem Geheimgang verbindet. Was denn? Wo? Irgendwo hier so. In so einem Seitending, weißt du? Dass man so Knöpfchen drückt. Also hier drückst du auf die Knöpfe so klack und dann geht's auf. Ja, genau. Bräuchten wir aber einen schönen Redstone Circle. Ich würde sagen, hauen wir das Verzauberungsbuch wenn dann erstmal unten hin. So, warte mal. Wie war denn das? Ja, so. Genau. Jupp, so ist es richtig. Genau. So. Den Tisch bringe ich dann beim nächsten Mal mit. Jo. Also das ist jetzt so der Tischplatzhalter praktisch, ne? Genau. So, das war nicht schlau. Oder warum? Musst du das so noch ein höher, oder war das so? Geht doch. Achso. Ups. Scheiße, ich hab einen Block falsch gesetzt. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie mit dem Geheimgang verbinden. Mal gucken. Überlegen wir uns sowas. So. Ja, hier unter, also Geheimgang ins Untergeschoss finde ich fast ein bisschen schlecht. So, aber das ist jetzt erstmal unser Platzhalter hier für unseren Verzauberungstisch. Genau. So, und damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze auch mal wieder. Wir haben ja heute eine Menge gemacht. Zwar nichts, was uns im Dorfbau voranbringt. Aber zumindest ein bisschen Action gehabt. Genau, und Spaß vor allen Dingen. Also es war schon ganz lustig. Oh, weißt du was, wir gehen im Park chillen. Im Park? Oh ja, gute Idee. Komm. So, wir beenden das Ganze jetzt im Park, ne? So ein bisschen in der Chiller-Gegend. Ja, erstmal die Füße hochlegen und noch ein bisschen YouTube gucken. Genau. Es gibt noch viele, viele Sachen, die wir noch gucken müssen. Die typische Abendbeschäftigung, ne? Wir haben YouTube noch nicht auswendig gelernt, genauso wenig wie Wikipedia, auch wenn wir das uns jeden Abend wieder vornehmen. Übrigens, das ist so unsere Lieblingsbeschäftigung. Das ist so, wir gehen
offline im Skype, sagen uns gute Nacht und dann so 2 Stunden später schreiben wir uns nochmal von wegen, guck mal hier. Guck mal, das ist ja. Und beide sitzen halt noch da. So, dann, ja. Liebe Freunde, würde ich sagen, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Genau. Viel Spaß auf Arbeit, viel Spaß im Bett, viel Spaß in der Schule, wo auch immer ihr auf dem Weg hin seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, und vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, Like macht Spaß. Ne? Hilft uns auch. Also so langsam kann es mal losgehen mit dem Gebettel. Yay, ja, peace, also, Freunde. Genau, wir brauchen es auch. Also, bis dahin. Tschüssi, Kowski. Ciao. Tschüss.